Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zum neuen Video und zwar bei mir daheim. Heute geht es um die Haarmontage. Ich zeige euch, wie man die richtig bindet. Es machen immer noch viele Fehler und viele haben immer noch einen zu hohen Abschnitt. Also verschwenden einfach viel zu viel Material. Um das Ganze zu umgehen, benutzen wir für die Haarmontage einen 8mm Megahook. Dann kommt ein Cathooker in 1.0. Dann haben wir ein X-Strong Wirbel mit 125 kg Tragkraft, Größe 5. Dann kommt zum Einsatz unser Power Leader in 1 mm Stärke, also Größe 1 mm. Und dann haben wir noch unser Mono in 1,2 mm Stärke. Nehmen wir von unserem Power Leader ungefähr 25 cm. Mehr braucht ihr hier nicht. Nehmt euch einen Zollstock zur Hand, misst ab 25 cm, abschneide. So, ans Ende kommt ein kleiner Knoten, das ist der Sicherungsknoten. Dann müsst ihr ganz kurz dran. So. Dann kommt unser Cathooker. Geht von hinten nach vorne durch. Legt hier hinten an. Fünfmal wickelt ihr 2, 3, 4, 5. Dann von hinten nach vorne wieder durch, das Ganze anziehen, fertig. So, jetzt kommt unser Rigtube zum Einsatz und zwar in der Größe 2x4 mm. Hiervon braucht ihr genau 5 cm, also nicht mehr Anleger, 5 cm. Abschneide. Den fädeln wir hier durch und befeuchte. Schön drüber drehen. So, dann ist das alles versteckt. Jetzt misst ihr von hier, von dem Ganzen, 13,5 cm. Die Unterseite vom Schenkel, dann legt ihr hier drauf. 13,5 cm. Die 13,5, das zeige ich euch später, warum 13,5. Hier kommt der Schlag. Einmal rum. Ups. So. Festziehen. Gut. Jetzt kommt unser Megahook zum Einsatz. In der Größe 8,0. So, hier gehen wir von hinten nach vorne durch, vom Öhr, dann mit dem Haken einmal durch die Schlaufe. Hier rechts und links vorbei legen am Hakenöhr, seht ihr rechts und links, ist vorbei. So,
Wenn er jetzt drauflegt, vom Fanghaken bis zum Halterhakenende 12 cm habe. Schlägt das mal hier drauf. Von vorne bis hinten, dann habt ihr, wenn wir es jetzt noch strecken, sind es genau 12 cm länger. Mehr ist das Ganze nicht. Das war Schritt Nummer 1. Kommt unser Mono zum Einsatz, 1,2. Davon zieht ihr euch 2,5 Meter ungefähr runter. Ich bin 1,80, die Hälfte nochmal dazu. Und dann nicht gerade abschneiden, sondern ihr müsst das schräg abschneiden. Das ist damit ihr, weiß nicht, ob man es erkennt, damit man hier, seht ihr, schräg, umso leichter geht es auch durchs Öhr durch. Also die andere Seite habe ich schon schräg abgeschnitten. So, und jetzt machen viele den Fehler beim Wickeln. Sie wickeln zu leicht. Sie nehmen das Ganze nicht zu straff. Das ist der Fehler. Hier gut anlegen, dass er am Hakenschenkel gut anliegt, das Mono. Und dann fangen wir an, ganz, ganz unter Spannung zu wickeln. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mal. Und jetzt nehmen wir das ganze Mono von hinten und gehen jetzt von hinten mit dem angeschrägten Mono ganz leicht hinten durch. Seht ihr, ganz einfach geht es. Aufpassen, dass er nicht quetscht. So, und hier habt ihr schon das Resultat. Viele machen den Fehler, damit sie hier zu leicht die Wicklung, dann haben sie hier oben im Öhr haben sie das Problem, dann bekommen sie das Mono nicht mehr durch. Und das umgehen wir, wenn wir ganz eng die Wicklung machen. Und so haben wir genug Spielraum, um das Mono ein zweites Mal hier durch die Öse durchzubekommen. Und hier liegt alles ganz straff an. Das ist genau alles abgestimmt. Die ganze Komponente hier ist einfach perfekt und bombenfest. So, jetzt haben wir noch Überstand. Jetzt haben wir einmal unten von der Haarmontage. Das Ganze nie wegschmeißen, es kommt in den Müll, unter meinen Eimer. Das Mono nach oben knicken. Wenn er das hier hochknickt, dann lasst da ungefähr einen Zentimeter, lasst da stehen. Mülleimer. Feuerzeug. Ankokeln. Dass hier so ein kleiner Knubbelsch entsteht. Jetzt kommt unser 3x6 mm Rigtube zum Einsatz. Hiervon brauchen wir 3 cm. Das tue ich ab, 3 cm auf Metermaß. Zack. Schneide ich ab. Wickeln wir das Ganze durch bis zum Anfang. So, wieder befeuchten, gut feucht machen und jetzt gut rüber drehen. So,
Und schon ist es fertig. Hier müsst ihr bis, damit leicht die Öse zu sehen ist, umdrehen. Und so ist die Haarmontage. Und hier oben seid ihr eigentlich frei, könnt ihr euch frei gestalten. Aber wir machen das jetzt fertig, die Montage. Jetzt kommt wieder der 2x4 mm zum Einsatz. Ist ein kleines Stück. Das zieht euch drauf, das ist unser Stopper. 1x von hinten nach vorne. Also es ist drauf, hier ist es die Haarmontage, da ist der Silikontyp. Jetzt schiebt er von hinten nach vorne das Ganze wieder. Zieht euch langsam durch. Da langsam machen, da sagt nicht über Kreuz zuziehen, weil dann ist es futsch, ist Mono. Hier leicht befeuchte. Und ein schneller Zug, zack, so ist es durch. Von hier bis hier sind ungefähr 25 cm vom Haken. So, das ist ungefähr mein Abstand für die erste U-Pose. In dem Fall nehmen wir die Mikro in 3,5 Gramm. Hinten her nochmal ein kleines Gummi. 2,4 mm. Wieder in die Gegenrichtung durchziehen. Zack. So. Jetzt kommt die zweite. Jetzt brauchen wir noch mal ein kleines Stück. Zwei Stücke. Feuchten, zuziehen. Der zweite Mikro von 3,5 Gramm. Als zweite. Anfeuchten, anziehen, so ziehen. Das sind ungefähr gute 50 cm voneinander entfernt. Von der ersten zur zweiten. Variabel zwischen 50 und 70 cm kann man hier variieren. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Jetzt braucht man noch einmal das runtergefallen. Unseren 3x6. Hiervon braucht er noch einmal ungefähr gute 5 cm. Dass er nachher den ganzen das Auge schön verdeckt. Hier ist unser Wirbel. Hier gibt es zwei Seiten. Wir haben hier eine bewegliche, das ist die hier, und eine starre Seite. Ich binde hier immer mein Vorfach in die bewegliche Seite. Und dann kann das hier unter Wasser schön drehen. Und hier ist meine Hauptschnur dran. Die bewegliche Seite rein. Dann noch einmal durch. Eins, zwei. Zusammenziehen, entsteht das Auge. Nebeneinander. Knapp zusammen. Einmal die Achterschlaufe rein. So, und jetzt kommt der rote Schlauch zum Einsatz, nochmal hinten als Schutz, leicht befeuchten, drüber ziehen,
So. Das übrige Ende, was zu viel ist, gründlich abschneiden. Und so sieht das Ganze aus. Das ist die Haarmontage. So, ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr Anregungen habt oder Fragen habt, dann unten in die Kommentare reinschreiben. Ich beantworte es euch gerne. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Wolfgang.